Herzlich willkommen bei Stream Talks. Wir sprechen heute über Filme und Serien, die in den 70er Jahren spielen, in der zweiten feministischen Welle. Und meine Gäste sind Theresa Ziegler, Alexandra Seibel und Kitty Kino. Theresa, du bist Journalistin und du bist Chefredakteurin der Popkultursendung AUX hier auf Kanal Plus. Exakt. Wann war für dich der erste Moment, wo du bewusst gesagt hast, ich bin Feministin? Relativ spät erst, ehrlich gesagt. Also ich glaube vielleicht so mit 22, 23 erst, weil ich bin in Bayern aufgewachsen, in einem eher konservativen Umfeld, wie man sich vorstellen kann. Also jetzt nicht vom Elternhaus, aber so generell Bayern eher konservativ. Und wie ich dann zum ersten Mal in eine Großstadt gezogen bin, ganz klischeehaft, habe ich dann so ein bisschen mein Weltbild hinterfragt und habe verstanden, okay, alles, was mir vielleicht bisher nicht so gut gefallen hat, das hat auch irgendwie mit meinem Geschlecht zu tun. Und man kann das mit Feminismus auch anders angehen. Alexandra, du bist eine der führenden Filmjournalistinnen des Landes. Das Wort Feminismus, das schwingt oft so eine Schwere der langen Diskussionen mit. Und im Film wird Feminismus aber jetzt auch ganz neuerdings anders aufgearbeitet, mit viel Leichtigkeit und Humor. Ist das der bessere Zugang? Also ich finde schon, weil zum einen wird immer noch oft mit Feminismus assoziiert, so ein bisschen die spaßbefreiten Frauen, die irgendwie Männer nicht mögen und also irgendwie einfach keine angenehme Gesellschaft darstellen. Und zum anderen gibt es auch viele Frauen, die finden, man hat das alles schon überwunden, wir sind doch jetzt schon so weit, wir brauchen den Feminismus nicht. Insofern finde ich so eine Rückkehr zu einem feministischen Anliegen auf eine leichte Art sehr gut und sehr produktiv. Kitty, du bist Filmregisseurin, Theaterregisseurin, Drehbuchautorin, neuerdings auch Romanautorin und Fotografin. Du hast den Feminismus der 70er Jahre in Österreich live miterlebt sozusagen und mitgeprägt. Wann war für dich so das erste Mal, dass du gesagt hast, das ist eine bewusste feministische Handlung? Gab es sowas bei dir? Ja. Eigentlich nicht so, weil ich bin sozusagen ein natural born Feministin. Meine Familie war sehr tolerant, also ich konnte mich gegen kein Patriarchat auflehnen. Das leider oder Gott sei Dank, weiß man nicht. Und ich bin dann mit 14 Jahren ins DGM gegangen. Da war ich das einzige Mädel unter lauter Burschen. So was ähnlich vergleichbar mit der HTL? TGM war damals in der Währinger Straße. Das ist eine HTL. Ne? Ich habe Elektrotechnik gemacht. Du wolltest Atomphysikerin ja, werden? Ja, zuerst wollte ich mal Atomphysikerin werden. Ja, sehr unterschiedliche weibliche Biografien zeigen uns jetzt die Produktionen, die wir uns im Spotlight anschauen. Theresa, warum feiern die 70er Jahre ein Comeback jetzt gerade? Ich habe da so ein bisschen meine eigene Theorie und die hängt ein bisschen mit dem Begriff Retro zusammen, weil ich habe das Gefühl, dass das, was wir gerade als Retro irgendwie feiern, was so dieses, was quasi wieder zurückkommt, das ist immer so 20 bis 30 Jahre zurück. Also das sind jetzt so klassisch die 2000er Jahre. Und es gibt aber auch, finde ich, sowas wie einen sekundären Retro-Effekt sozusagen, dass man das auch wieder als Retro zurückbringt, was in der primären Retro-Phase vor 20, 30 Jahren auch schon Retro war. Und das sind ganz klassisch natürlich die 70er, die in den 2000ern schon mal super angesagt waren. Das ist ein bisschen meine Theorie. Gute Theorie. Warum sind die 70er Jahre filmisch so interessant? Ja, ich glaube, zum einen sind sie natürlich ein Fest für jede Ausstatterin, für jeden Ausstatter, weil man ja natürlich dann in die Klamottenkiste greifen kann, von der Schlaghose bis zum Blümchenkleid. Also das sieht man ja auch in den beiden Serien, die gerade vorgestellt worden sind, wo die alle ganz tolle Outfits haben und Blusen und Schuhe und so weiter. Und zum anderen, glaube ich, sind die 70er Jahre auch insofern interessant, jetzt historisch gesehen, weil die waren ja doch so als Fortsetzung der 60er Jahre doch so eine Aufbruchszeit auch oder eine Fortführung von Aufbruch, was jetzt die Frauenbewegung betrifft, die Bürgerrechtsbewegung, die Schwulenbewegung und so weiter. Und da lassen sich eben schöne Aufbruchsgeschichten erzählen, die auch heute wieder vielleicht relevant sind, wenn es um Diversität geht oder um Feminismus oder um Gleichberechtigung und so weiter. Insofern glaube ich, sind die 70er Jahre ein dankbares Feld, um da neue Geschichten zu platzieren. Du hast in den 80er Jahren einen Film gemacht, Carambolage. Da geht es auch um eine Frau, die sich in der Männerdomäne des Billardspielens behauptet.
das Ganze, die Geschichte basiert ja auf persönlichen Erlebnissen von dir damals. Ja. Wie war denn das damals mit dem Billardspielen so und dir? Wie ich da im TGM war, ne? Mhm. Da habe ich ja als Frau auch also die ganze Lehrwerkstatt durchgemacht. Also Bohren, Fräsen, Hobeln, Schweißen, alles habe ich damals gemacht. Und dann sind wir in der Mittagspause in Cafés gegangen und dort haben die Burschen Billard gespielt und mich haben sie nicht lassen. Sie haben gesagt, Frauen dürfen nicht Billard spielen, weil die machen den Filz kaputt und die sind zu batschert. Ja? Die also, Kaffeehauschefs. Also ich habe alles andere gemacht. War da eine Kaffeehauschefin oder ein Chef? Da waren Chefs und auch die Kellnerinnen und so. Das ist einfach nicht gegangen. Und das ist mir unfassbar. Dann... Wie ich dann nach einer Idee für meinen ersten Spielfilm gesucht habe, ist mir das wieder in Erinnerung gekommen und es war für mich eine tolle Metapher, was Frauen halt irgendwo nicht dürfen. Ne? Und also mhm. der Feminismus war ein bisschen schwerlastig und mein Film hat doch auch Humor gehabt und das ist deswegen sehr gut angekommen. Ja. Wofür mussten die Frauen damals noch kämpfen? Wie hast du da dein Umfeld so wahrgenommen? Naja, es war komischerweise in den 70er Jahren ja nicht so tragisch, weil es war die Kreisky-Ära. Aber aus der Branche kam es schon. Da kam, Frauen werden nie einen Film machen. In Österreich wird es sowieso keine Filmförderung geben. Mhm. Und also überhaupt, das wird es alles nicht geben und Frauen sowieso nicht. Das kam aus Frauen der Branche. Nicht geben. Ja. Gibt keine ja. Frauen. Frauen im Film wird es nicht geben. Also, ja. Sprechen wir über Tina, die Doku über Tina Turner. Tina Turner hat sich sehr spät emanzipiert und von ihrem toxischen Partner getrennt. Der Moderator Larry King bezeichnet sie als feministische Heldin. Was macht sie zu einem feministischen Vorbild? Also das ist eine Story, die seinesgleichen sucht. Also dass man sich aus solchen Gegebenheiten, auch wie sie aufgewachsen ist und dann einfach diese abusive Beziehung mit Ike Turner, dass man sich da dann noch dazu in einer Branche, die Frauen ab einem gewissen Alter komplett abstraft. Also ich glaube, dass man dann irgendwie um die 40 dann nochmal eine neue Karriere in der Musikbranche startet. Wo gibt es denn das heute noch? Also auch heute gibt es sowas nicht. Und erst dann, damals erst recht. Also das ist eine Story, die ist unfassbar, also die einzigartig ist eigentlich. Also ich glaube, feministischer wird es nicht als die Geschichte von Tina Turner. Ja, also... ich habe hauptsächlich, kann ich über diesen Film reden, also über den Spielfilm. Ja. Und da hat man ja hauptsächlich, das war so toll, dass man wirklich gesehen hat, warum, also man hat es mitgefühlt, wie es zu so etwas kommt, dass man so lange in so einer Ehe stecken bleibt. Mhm. Ne? Wie findet ihr, hat die Doku die Beziehung zwischen den beiden, zwischen Tina und Ike Turner rübergebracht? Ist es wichtig, dass auch Ike Turner da zu Wort kommt? Da ist für mich der Fall so klar, was da passiert ist, dass mir persönlich nur wichtig ist, Tinas Side of the Story sozusagen. Also. Na, es war schon interessant, weil man das Gefühl hat, dass er eigentlich nicht, also bis zum Ende nicht wahrgenommen hat, was er da für eine Rolle spielt. Das war schon verblüffend, wie jemand in so einem Self-Denial sich bewegt. Oder vielleicht hat er es auch nur vor der Kamera gesagt, um sich selber da in Schutz zu nehmen. Ist natürlich auch nachvollziehbar. Aber der hat ja unglaubliche Sachen gesagt, so, dass sie versucht hat, ihm immer zu gefallen. Also völlig neben der Spur. Also, und er sagt, das ist halt ein Fehler von ihr, dass sie immer mir gerecht werden wollte. Und er wollte eigentlich, dass sie ihr Leben lebt. Offensichtlich gibt es ja viele Männer, die so reagieren dann, weil sie so eine Mattscheibe haben, was sie wirklich angerichtet haben. Ne? Und dadurch ist dieses Beispiel auch sicher so gut. Kommen wir zur nächsten Serie, zu Minx. Ich fand die Serie grandios, also mir hat sie urgut gefallen. Also gerade so diese verschiedenen Perspektiven, Herangehensweisen an Feminismus als Thema auch, die Charaktere waren sehr vielschichtig gezeichnet. Also am Anfang fand ich sie, habe ich mir gedacht, so hoffentlich bekommt sie auch noch so ein bisschen eine Ebene, dass sie nicht so diese klassische 70er Jahre Feministin ist, die irgendwie das alles super ernst nimmt und irgendwie so frigide, irgendwie so diese ganz ernste Strenge.
Und sie hat dann eh noch so ein bisschen was, dann so auch einen Humor bekommen und irgendwie so, dass sie dann doch sagt, okay, passt. Also wenn das halt die Art ist, wie ich das unter die Leute bringe, dann mache ich das und dann habe ich da coole Ideen und so. Und sie sagt ja, the ability to watch makes you powerful. Mhm. Also derjenige, der auf das Subjekt, das aufs Objekt schauen kann, macht einen mächtig. Da gibt es ja schon in den 70er Jahren, du kannst uns vielleicht ein bisschen das darüber erzählen, die Laura Mulvey hat ja schon über den männlichen Blick damals gesprochen. Ja, visuelles Vergnügen und narratives Kino oder so ähnlich heißt es auf Deutsch. Und da theoretisiert sie eben den Male Gaze, den männlichen Blick. Der Kamerablick ist männlich. Also die Frau wird zum Objekt, wird zum Spektakel. Und natürlich Minx nimmt diese Idee und sagt, es gibt auch den Female Gaze, also den weiblichen Blick. Und auch Frauen wollen sich am Männerkörper deliktieren und nicht nur umgekehrt. Und dann halt die Idee, diese Posterboys, nackten Posterboys in die Zeitung mit hineinzunehmen. Es gibt ja auch jetzt diesen Film, der ist 2022 rausgekommen, Brainwashed von Nina Menkes, der eigentlich genau dasselbe Thema behandelt. Warum dauert das so lange? Warum ist es immer noch ein Thema? Also wenn man sich Werbungen anschaut, man braucht sich ja nur umschauen. Die visuelle Kultur ist, glaube ich, schon in erster Linie von Wunschvorstellungen oder von Fantasien von Männern für Männer. Solange quasi in der Gesellschaft immer noch Männer die sind, die auf uns schauen, auf uns Frauen, dann wird es auch in Filmen und Serien noch sich länger halten. Nimmst du dir aus den 70er Jahren eigentlich für dich was mit oder hat das nur eine, also hat das jetzt eine historische Bedeutung oder für dich als Feministin gibt es da auch Dinge, die du lernen kannst oder die dir jetzt auch was bringen? Gerade bei Minx fand ich ganz, ganz viele Sachen super spannend, die mich auch an die jetzige feministische Welle irgendwie erinnert haben. Und da fand ich gerade den Doug, glaube ich, heißt er, den Verleger in Minx super interessant, weil eigentlich ist er auch irgendwie ein Feminist. Also ich finde, da gab es genau die Szene, wo er zu Joyce auch sagt, du kannst mehr als eine Sache sein. Und das ist eigentlich, ich finde, wenn ein Mann oder wenn generell jemand zu einer Frau sagt, du kannst mehr als diese eine Schublade sein, ist ja eigentlich ein zutiefst feministischer Gedanke. Ich muss jetzt da wirklich einwerfen, ja, Feminismus ist ja auch schon so eine Schublade. Ja. Ja? Ich meine, man kann ja als Frau einfach kämpferisch sein und man muss wirklich nicht alle diese theoretischen Sachen kennen. Wenn man irgendwas hat, gegen das man kämpfen muss, weil es wichtig ist für einen, dann kann man es ja machen. Ne? Hätte die Geschichte so in echt stattfinden können, glaubt ihr? Ich denke schon, so wie ich mir die 70er vorstelle. Ich bin ja in den 90ern geboren, aber so wie ich mir die 70er vorstelle, so stelle ich es mir. Wir schauen uns das gleich mal an. Ob Minx auf wahren Begebenheiten basiert, schauen wir uns jetzt genauer an. Die Serie Minx katapultiert uns zurück in die 70er Jahre. Magazine, die sich mit weiblicher Sexualität auseinandersetzen, gab es damals so gut wie nicht. This country treats women like second-class citizens. We're overlooked, underpaid and overwhelmed. We deserve a magazine that inspires us. The matriarchy awakens. Why is she so angry? Es war die Zeit der sogenannten Herrenmagazine. Als erfolgreichstes dieser Magazine galt der Playboy. Doch die Zeit war reif für einen anderen Blickwinkel. Nude men. Do you even understand what it is I'm trying to do here? Of course I do. Feminism. Die Arbeitsplatzkomödie Minx spielt in einer einflussreichen Zeit für den Feminismus. Die zweite Welle der Frauenbewegung hielt gerade Einzug in den USA. Die sexuelle Revolution war eine radikale Bewegung, in der sowohl Frauen als auch die LGBTQ+-Community gesellschaftliche Normen ablehnten und ihre Sexualität selbst in die Hand nahmen. Look over here, baby! Jeez, being a woman's intense. This film has no place in our community. Obwohl die Serie auf keiner wahren Begebenheit beruht, wurde sie von mehreren realen Ereignissen inspiriert. Laut Showschöpferin Ellen Rappaport basiert Minx nicht auf einem bestimmten Magazin, sondern auf mehreren verschiedenen Magazinen, die damals im Umlauf waren. Playgirl, Viva, Cosmopolitan oder Suck, ein Underground-Porno-Magazin aus London, galten damals als Ausnahmen. Primetime, baby! Die Mischung aus feministischen Artikeln, Aufklärungsarbeit und pornografischer Abbildungen von Männern inspirierte die Serienschöpferin besonders. Die Hauptfiguren Joyce und Doug
sieht Rappaport als Sinnbild für den damaligen Zeitgeist, auf den sie in Minx auch kritisch zurückblickt. Dann kommen wir zu Daisy Jones and the Six. Ja? Ich bin verliebt. Wirklich? In wen? In alle. Was hat dich so fasziniert? Ich bewundere extrem, dass sie wirklich so viel Effort da reingesteckt haben, dass sie sogar das Album produziert haben. Ich höre das jetzt auf Spotify, dieses Aurora-Album. Ich finde das so einen grandiosen Soundtrack. Der Look, die Kostüme, alles einfach super, super schön gemacht. Ich bin nicht ganz so begeistert, glaube ich. Also ich habe gefunden, dass ich die ersten Episoden, bis diese beiden Hauptdarsteller zusammenkommen, also Frontman, Frontwoman, dass sich das ein bisschen gezogen hat, ehrlich gesagt. Ich habe halt den Eindruck gehabt, dass die Show sich schon darum bemüht, oder die Serie, so gewisse Klischees zu vermeiden, wie zum Beispiel die zwei rivalisierenden Frauen, die sich um den gleichen Mann streiten. Voll. Um denselben sogar. Also natürlich streiten sie um denselben Mann, aber es wird zumindest nicht so was von diesem blöden Wort Stutenbissigkeit immer erwähnt wird. Das wird nicht erzählt, sondern eher so, dass die Frauen sich trotzdem untereinander verständigen oder dass es eben, oder dass es da eben diese Freundschaften gibt. Oder dass eben, dass es sie zum Beispiel auch nicht betrügt, die Ehefrau, was im wirklichen Leben, glaube ich, nicht so war. Die haben ja dann ein Verhältnis gehabt, also eben bei Fleetwood Mac. Und da wird aber das sozusagen so erzählt, dass dann erst die eine Frau quasi aus dem Leben tritt und die andere nachfolgt. Also es ist sozusagen, das wird so abgerundet, dass man das irgendwie... dass man es feiern kann. Dass man es mehr feiern kann. Aber das ist überhaupt super spannend, wie nah das tatsächlich an dieser Fleetwood Mac-Geschichte, also die Autorin... Ist es tatsächlich also, sehr nah? Das Buch ist ja sehr quasi... inspiriert von Fleetwood Mac. Und deswegen ist ja auch mein ganzer TikTok-Kanal, also mein Feed ist nur voll mit Fleetwood Mac und Daisy Jones, weil es halt wirklich so ähnlich ist, einfach vom Narrativ her. Es ist urspannend. Ich bin gespannt, wie in 20 Jahren die jetzige feministische Welle dann in Retro-Serien dargestellt wird, ob es dann, da können wir uns wieder treffen. Ja, da können wir uns dann wieder treffen und drüber reden, ob es wirklich so war wie damals. Und was sich verändert hat. Ja, ob sich wieder nichts mehr verändert hat. Wieder 30 Jahre gewartet. Nochmal 300 Jahre. Immer noch der männliche Blick. Ja. Immer noch Gender Pay Gap. Ja. Immer noch. Wahrscheinlich leider. Kann sein. Und wir schauen jetzt mal ins Heute mit diesen aktuellen Neustarts. Cocaine Bear. Geisteskrank. Also Entschuldigung, aber das, also ich stelle mir dieses Meeting vor, wo jemand so, okay, Leute, hört mal zu, ich habe eine Idee für einen Film und dann pitcht er einfach diesen Film. Und die anderen sind so, ja, passt, machen wir. Also es ist total lustig, diesen Bären, aber natürlich dann über 2 Stunden und wie lange der Film dauert, könnte es dann auch ein bisschen vielleicht ermüdend werden, sozusagen. Aber ich weiß es nicht. Er schaut schon recht lustig aus. Hätte auch ein Kurzfilm sein können. Vielleicht hätte auch ein Kurzfilm sein können. Kitty, schauen wir uns das an? Nein. Schaust du dir gerne LOL an? Ich habe das noch nie gesehen, aber es reizt mich nicht hundertprozentig, wenn ich ehrlich bin. Da muss man in der Stirn sein. Ja. Das Dritte, das schaut eher nach etwas aus. Was man, ist das eine Serie oder ein Einzelfilm? Eine Serie. Eine Serie, ja. Das ist vielleicht noch am interessantesten. Ja? Das könnte vielleicht auch am interessantesten. Das hat jetzt gut ausgeschaut. Genau. Gut, also wir werden uns treffen und diese 3 Produktionen zusammen anschauen. Wir werden Binge-Watch-Evening. Nicht alle 3. Wir sind schon fast am Ende dieser Folge angelangt und ich habe noch ein kleines Spielchen für euch vorbereitet. Das Spiel heißt Hum a Song, das heißt summe ein Lied. Darf ich euch diesen Zettel weitergeben, ohne ihn anzusehen? Hier, liebe Kitty, liebe Alexandra, liebe Theresa, ich habe auch eins, steht ein Filmtitel drauf oder ein Serientitel und ihr dürft diesen Titel singen. Wer möchte anfangen? Theresa. Ja, also gern in Anführungsstrichen. Ja. Okay. Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Prince von Bel Air? Ja. So, here's the story about all the matter. Ich kann, es ist so, man kann nicht hum rappen. Ja, Alexandra, du bist jetzt dran. Ja. Meja Maja, kleine Biene Maja. Hast du sehr schön, du hast eine schöne Gesangsstimme. Das ist professionelle Summerin. Ja, ich glaube auch. Liebe Kitty, du bist dran. Hat mit einem Pferd zu tun. Hm, hm, hm.
Ah, Ghostbusters. Ja, 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 ihr seid ja großartig. So gut hast du es gemacht, Kitty. So gut habt ihr das erraten. Toll. Okay, ich bin dran. Wir sind nur Gewinnerinnen an diesem Tisch. Das ist ja unfassbar. So gut können wir singen und raten. Das ist das Beste. Wir können alles. Wir können wirklich alles. Schön, dass ihr da wart. Theresa Ziegler, Alexandra Seibel, Kitty Kino. Wir sehen einander wieder bei der nächsten Folge von Stream Talks. Bis dahin folgt uns gerne auf Social Media.